Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Legacy. Was steht heute auf dem Plan? Die letzte Mission der NX-01-Ära. Es ist auf jeden Fall die schwierigste Mission. Und ich bin sehr gespannt, ob ich das schaffen werde. Nun gut, drücken wir Energie und starten ein neues Abenteuer. Oh, so ein Schiff haben wir. Ein Yorktown-Klasse-Schiff. Und so ein Schiff haben wir auch. Das ist ganz toll. Captain, wir empfangen eine Meldung von der Sternenflotte über die Kommandofrequenz. Auf die Lautsprecher. Jonathan, wir haben ein ernstes Problem. Wo immer Sie da auch hineingeraten sind, es hat ernste Ereignisse in Gang gesetzt. Die Romulaner rücken in strategische Sektoren vor. Wir glauben, sie wollen zur Erde. Zur Erde? Das Toxin? Sie wollen es auf der Erde anwenden? Reg, wir haben die Produktionsstätte für dieses Gift gefunden und sie zerstört. Aber ein Schiff ist mit einer Menge von dem Zeug an Bord entkommen. Wir müssen dieses Schiff finden und zerstören. Sie treten in Kürze im Tyburn-Sektor ein. Aber wir haben einen Teil ihrer Flotte in Orsini abgefangen. Ich weiß nicht, wie lange wir sie hier aufhalten können. Wie viele Schiffe? Durch ihre Tarnungstechnologie ist ihre Stärke schwer auszumachen. Aber nach unserer letzten Zählung sind es mindestens 30 Schiffe. Es macht keinen Sinn. Je mehr Schiffe wir abschießen, desto mehr tauchen plötzlich aus dem Nichts auf. Jonathan, wenn Sie in Tyburn nicht aufgehalten werden, haben Sie freie Fahrt in unser Sonnensystem. Alle Sternenflottenschiffe sind hier. Wir haben den Kurs schon gewechselt. Das sind nur 4. Halt durch, Reg. Wir kommen. Ja, okay. Die Sternenflotte besteht nur noch aus 4 Schiffen. Enterprise, wir sind schwer unter Beschuss. Oh, doch. Ich habe einen Plan, aber wir brauchen Zeit. Können Sie uns den Rücken frei halten? Ich gebe mein Bestes. Aber am Ende werden Sie das System überrennen. Es sind einfach zu viele. Vertrauen Sie mir, John. Ich schulde Ihnen etwas. Das kenne ich doch irgendwoher. Archer an Flotte. Oberste Priorität ist die Verstärkung der bereits im System kämpfenden Sternenflottenschiffe. Enterprise Ende. Gut, wir sollen die Föderationssystem verteidigen. Haben wir irgendwelche Tipps? Oh ja, um die Subsystemziele passend zu verwenden, drücken Sie einmal den LS, um das System zu aktivieren. Wenn eine Phase-Erfassung folgt und Subsysteme neben dem Fernkreuz zu sehen sind, halten Sie die Taste A gedrückt, wenn Sie den LS in Richtung des Subsymbols. Aha. Okay. Werden wir später noch brauchen. Enterprise in Bereitschaft. Kurs wird jetzt gesetzt. Washington in Bereitschaft. Energie. Enterprise in Bereitschaft. Captain, Sensoren melden feindliches Schiff. Systemziele fassen schon mal eingeschaltet, das habe ich jetzt mit Umschalt T gemacht. Das ist schon mal gut zu wissen, dann kann man da anscheinend die. Captain, die feindlichen Schilde sind ausgefallen! Beschießen. Ich stelle mal jetzt wieder meine Standardeinstellung ein, so. Energie wird umgeleitet, Captain! Die netten Sachen sind Torpedo geholfen. Romulanische Schiffe im Anflug, Captain! Oh Gott, ich muss mir hier wieder eine Romulaner vernichten, Alter. Kann ich bitte mal irgendwie in Phaser-Erfassungsreich, weil das eigentlich mehr gut geht. Das ist ein Traum. In dieser Mission sollte ich mir allerdings viel zu vieles sparen. Weil wir im Vorfeld gesehen haben, sind hier eine Menge Schiffe in dem System. Das wäre wirklich doof, wenn wir dann keine Phaser mehr für die großen Schiffe, sag ich jetzt mal. Feindliches Schiff entdeckt! Captain, die feindlichen Schilde sind ausgefallen! Columbia an Flotte. Wir sind an unserem Ziel angekommen. Wenn das aktiviert,
Romulanisches Schiff zerstört. Zielschilde sind ausgefallen. So bestimmt die Fassung ist wirklich ganz merkwürdig. Ich hab sie nie verstanden eigentlich. Aber ihr braucht sie auch wirklich nur in dieser Mission. Wir können sie nicht mehr sehr viel länger aufhalten, Reg. Bin fast soweit schon. Nur noch kurze Zeit. Komm endlich in die Schlange. Du forderst dein Schicksal heraus. Zielschilde sind ausgefallen. Und da kommen unsere Schiffe. Wunderbar. Wir hätten sie vielleicht auch mit Warp hier reinspringen lassen sollen. Columbia an Flotte. Wir sind an unserem Ziel angekommen. Adam an Flotte. Wir sind in Position. Captain, die feindlichen Schilde sind ausgefallen. Washington an Flotte. Das war's. Wir sind fertig, John. Hoffentlich hilft es. Hier wird es langsam ziemlich eng. Die Orbitanlage wurde für den vulkanischen Bergbau auf diesem Planeten gebaut. Sie hat einen Schneidestrahl, um in den Planeten einzudringen und das Dilithium freizulegen. Wir haben sie aktiviert und ihren Orbit verändert. Der Strahl zielt jetzt ins All. So können wir die romulanische Vorhut abwehren. Und der Rest der Romulanerflotte? Das ist das absolute Prunkstück des Plans. Wenn Sie die Region scannen, sehen Sie 4 vor Jahren gebaute vulkanische Sensorplattformen. Wir haben sie per Fernsteuerung aktiviert und die Steuerung neu programmiert. Sie werden von einer frühen Form der Kernfusion angetrieben. Wenn wir sie in der Nähe der Romulaner-Schiffe sprengen, entsteht ein elektromagnetisches Feld, das die Systeme der Romulaner lahmlegt. Eine Atomexplosion? So einfach, dass es funktionieren könnte. Ihre Schilde wurden sicher nicht entwickelt, um das gesamte elektromagnetische Spektrum abzuhalten. Das denken wir auch. Wir konfigurieren sie so, dass sie auf eine Codefrequenz reagieren und so die Detonation ausgelöst wird. Verstanden. Jetzt müssen wir sie noch anlocken. Sollte einfach sein. Wenn sie euch sehen, werden sie euch angreifen. Garantiert. Viel Glück. Danke. Das brauchen wir. Enterprise Ende. Sieht gut. Wir haben neue Ziele. Direkt in diesem Video sind so viele, wie stehen sie noch mit dem Sender. Okay. Kurs eingegeben. Adams an Flotte. Wir sind in Position. Enterprise in Bereitschaft. Columbia an Flotte. Zu dieser Station. Und werden dann dort so viele Schiffe wie möglich anlocken. Und wenn es jetzt gelungen ist. Kurs eingegeben. Adams in Bereitschaft. Kurs wird jetzt gesetzt. Columbia in Bereitschaft. Kurs gesetzt, Captain. Washington in Bereitschaft. Adams in Bereitschaft. Ich warte jetzt schon mal ganz schnell. Romulanische Schiffe entdeckt. So. Ihr müsst euch jetzt relativ gut koordinieren, damit ihr möglichst viele der Romulaner erwischt. Wir sind in Position. Kurs gesetzt, Captain. Enterprise in Bereitschaft. Kurs wird jetzt gesetzt. Washington in Bereitschaft. Romulaner gesichtet. Wir müssen jetzt immer relativ lange aushalten, unsere Schiffe. Kurs gesetzt, Captain. Columbia in Bereitschaft. Warten auf Befehl. Kurs gesetzt, Captain. Kurs wird jetzt gesetzt. Enterprise in Bereitschaft. Romulaner gesichtet. Washington in Bereitschaft. Adams in Bereitschaft. Enterprise in Bereitschaft. Kurs eingegeben. Enterprise muss auf jeden Fall noch mehr Schiffe anlocken. Columbia an Flotte. Warten auf Befehl. Adams in Bereitschaft. Vielleicht kannst du die beiden da noch wegholen. Washington in Bereitschaft. Romulaner gesichtet. Columbia in Bereitschaft.
Kurs eingegeben. Wir sind an unserem Ziel angekommen. Enterprise in Bereitschaft. Du würdest dich uns entgegenstellen? Die und die noch dein Schicksal heraus. Haben wir mal viel gewonnen, weil ihr seht, das sind ganz viele Schiffe. Washington an Flotte. Warten auf Befehl. Adams in Bereitschaft. Columbia an Flotte. Warten auf Befehl. Oh Gott, jetzt. Scan wird ausgeführt. Feindliches Schiff entdeckt. Wir sind an unserem Ziel angekommen. Schifferei scheint deine beste Eigenschaft zu sein. Du kannst dich fliehen. Phaser bereit, Captain. Scan initialisieren. Großfrequenz öffnen. Nichts zu melden, Captain. Vielleicht sollten wir unsere Schilde deaktivieren, damit du eine Chance hast. Energie wird umgeleitet, Captain. Sag mal, ich wollte jetzt... Romulanische Schiff. Funkkontakt. Ja, hab ich das. Kurs wird jetzt gesetzt.